Ja, auch gerade mal 64 eigentlich. Und da müssen wir halt hier noch jetzt halt eigentlich logisch 3 runter. Ja, gut, das Ding ist halt ja, es ist ja auch als Axt so schnell, glaube ich. Deswegen war ich da immer ein Stück weit vorsichtig. Und das nächste ist, ich meine, wir haben jetzt ja auch ein Stück weit Marvel bekommen. Würde ich auch fast dann schon langsam mit dem Hausbau ein bisschen beginnen. Das einzige Problem an den Logistik-Pipes ist, die dauern von jedem Ding, das du einspeicherst, erstmal von Haus aus, schon mal welche im System selber, damit sie klarkommen. Was jetzt eher so semi-genial ist. Weil hier ist jetzt, das ist natürlich mega uncool. Deswegen müssen wir das so machen. Aber das sind ja Logistik-Pipes, ne? Ich mache dann natürlich Coal Pipes. Dann auch hier auch wieder 8 Diamond Pipes. Und dann wird das hier quasi im Kreis geleitet. Und jetzt kann das hier. Das leiten wir dann auch gleich schon mal hier unten rein, aber hier muss ich dann aufpassen, weil ich muss ja immer schön abwechselnd bauen. Und damit hier nichts passiert, dann machen wir das so. Kann ich doch hier weiter mit Cobblestone Pipes bauen. Okay, und dann machen wir noch jede Menge Stone Transport Pipes. Die wir jetzt hier auch nur 11 eingesammelt haben. Aber ich meinte aber eigentlich müsste ich deutlich mehr haben. Hier sind auch noch welche. Hier sind noch Cobblepipes. Ironpipes. Ja, gut. Okay. Lassen wir das mal. Das Ding ist halt. Wo ist denn jetzt die Stonepipe? Hallo. Wieso kann ich die nicht verbrennen? Ich meine sogar. Ah, ne, die Cobblepipe hat kein Ding. Ja, geil. Boah, ist das mal Cleanstone oder was? Umwerfen, ey. Richtig geil. Wieso haben wir jetzt eigentlich 2 Ranches? Verstehe ich nicht. Ist mir jetzt aber eigentlich auch relativ egal. Und der ist eh schon nicht mehr aktiv. Genau, ich muss jetzt hier den Sortieralgorithmus wieder neu einrichten. Muss ich mir dann nur merken, was wo rein muss. Das einzige, was positiv ist,
Ich habe, man, wir haben eh für fast alles eh ne Barrel. So, was brauchen wir als erstes mal? Ein leeres Inventar. Beziehungsweise haben wir jetzt erstmal alles rein, von dem ich eh weiß. Ah ne, Limestone nicht zum Beispiel. Ah, Dirt kann rein, Kohle kann rein, Diamanten können rein, Glas kann rein. Ja, den Rest noch nicht, leider. Es funktioniert eigentlich echt ganz praktisch so. Und jetzt halt haben wir hier das nächste, was wir machen müssen. Wir haben jetzt hier einmal einen Cobblestone in Gelb und ein Ding hier in Grün. Gelb und Grün. Oder? Grün war das? Genau. Dann haben wir Dirt in Dirt, Gravel, Flint, Obsidian, Marble, Netherrack, Soul Sand. Das machen wir nämlich jetzt ein bisschen anders. Immer jeweils in Gelb. Gelb der Reihenfolge nach. Das muss in Gelb. Das muss in Gelb. Weil es juckt eigentlich eh letztendlich keinen. Das muss in Gelb. Das muss in Gelb. Das lasse ich mal da, weil davon haben wir relativ wenig. Dann kommt hier dann Marble in Gelb. Netherrack in Gelb und Soul Sand in Gelb. Letztendlich kann ich das eigentlich alles wieder mitnehmen dann und hier einfach einsortieren. Okay, da muss echt eine Hotbar sein. Gut. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist jetzt grün. Grün. 3. Slot Nummer 4. Carpenter Block ist Nummer 5. Glas ist Nummer 6. Und Holz ist Nummer 7. Der Rest ist ja eh nicht Quarry und eigentlich dementsprechend eh nicht wirklich interessant. Das hier sieht man jetzt schon, wird schon rausgeleitet und gleich wieder einsortiert werden. Das geht jetzt hier straight rüber. Das ist schon echt ziemlich geschmeidig eigentlich. Also ich bin fasziniert von dem System. Also mit so sowas mit einsortieren kannst du eh auch machen. Das mache ich hier unten gerade, aber mit abpumpen ist das halt schwierig. Das kannst du höchstens in Vanilla machen mit einem Hopper und einer Redstone Torch und dem ganzen Käse. Genau, das ist halt ziemlich eh die einzige Möglichkeit. Das muss jetzt hier auch in Gelb. Dann nehmen wir hier das zweite in Gelb, die dritte in Gelb. Die vierte in Gelb. Lapis ist die fünfte. Redstone die sechste. Diamanten die siebte. Und Gold die achte in Gelb. Nice. Und Gelb ist richtig. Ja, Gelb ist richtig. Das ist das Einzige, was echt auch richtig praktisch ist an den Buildcraft Pipes. Die Reihenfolge ist immer genau identisch. Von den Kisten her. Jetzt bauen wir dann hier gleich schon mal wieder den her.
Und das hier unten wird dann jetzt eh bald wieder zugemacht, wenn ich die Sortierung hier fertig habe, sage ich jetzt mal. Das hier wieder raus. Ins Inventar soll der Scheiß. Eisen, Dark Dye, 4, 5, 6, 7, 8. Das muss jetzt in grün. Oh, was ich noch nicht gedacht habe. Ich muss noch die Texturen für Engineer's Toolbox umstrukturieren. Es gibt nämlich Texturen für diese ganzen Barren. Und die will ich mir holen. Und die werde ich mir auch holen. Sei euch. So. Sondern auch hier wiederum die Verbindungen. Dann ist alles endlich auch hier unten wieder einsatzbereit. So, und jetzt auch hier wieder mit Stone, Cobblestone. Stone, Cobblestone, Stone, Cobblestone, Stone und Cobblestone. Das Ding ist, jetzt alle Erze, die hier rauskommen, also wirklich hier rauskommen, dann entweder hier. Oh. Ich hasse es, dass man hier nicht mit Pipes zugreifen kann. Ne? Wir werden dann hier entweder über Yellowium und Uranium direkt in den Reaktor rausgefiltert. Damit hier auch unter anderem Plutonium dann drin ist. Das, den es hier eigentlich völlig sinnlos am Laufen hält, weil da braucht man eigentlich in der Form jetzt gar nicht den Reaktor. Der ist sehr krass Energieverschwendung sogar zur Zeit, weil. Obwohl eigentlich gar nicht, die Killen arbeitet ja immerhin mal. Grinder arbeitet auch noch, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, wie viel da noch drin ist. Naja, was ich jetzt auf jeden Fall noch ausprobieren müsste, wäre die Tatsache, was passiert, wenn ich jetzt ein Eisen ansortieren will. Also ein Stack Eisen. Dann wird der jetzt hier aus der Enderkiste abgepumpt. Straight. Genau, müsste jetzt hier in Richtung Grün gehen. So, genau, und das kommt jetzt dann hier durch und geht dann hier so im Kreis. Jetzt ist halt dann die logische nächste Frage. Wo geht denn das Zeug hier hin? Also das müsste ich ja dann eigentlich... Also rein theoretisch reicht es, wenn ich ab hier hinten reinhau. Das ist allerdings vom Weg her nicht wirklich effizient. Da haben wir ja mehr Weg als vorher. Deswegen machen wir das jetzt anders. Also holen wir jetzt die eine Iron Pipe noch. Haben wir es ja eh wieder. Komm, was soll der Geiz? Wir haben eh genug Energie. So, dann gehen wir schnell noch das Eisen schnell durch. Sollte eigentlich relativ schnell gehen. Auch wenn ich jetzt hier keine Goldpipes... Eigentlich müsste ich hier auch mit Goldpipes arbeiten. So, Vollständigkeit halber. So ist alles durch. Nice. Haben wir jetzt hier wieder eine Ranch. Was geht das denn hier rein? Lol. Wo kam denn das jetzt raus?
Warum das Eisen rausgefallen ist? Lol, warum wird es denn hier bei grün aussortiert? Weil hier bei grün nichts drin ist. Wieso ist das Glas hier nicht drinnen? Ich habe doch eigentlich Glas reinsortieren lassen. Vorne ist auch was rausgeflogen. Warum? Das muss hier bei grün rein. Okay. Nochmal. Das kann es jetzt nicht so ganz sein. Also das muss, funktionieren hier. Das muss definitiv funktionieren. Ah genau, jetzt kann ich mir noch 5 von einem Jabba machen. Dann das 2. Dann das 3. 4. 5. 6. 7. Ich habe ein Obsidian zu wenig. So. Tak, 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 tak. Ich gebe zu, das ist eigentlich ziemlich langweilig so. Aber ja. Yay. Dann machen wir, wie wir das jetzt nochmal. Oh. Wir brauchen nochmal 2. Idiot. Eins, zwei, drei, vier. Gut, das jetzt funktioniert. Eisen liegt jetzt hier unten hoffentlich auch nicht mehr rum. Nö. Gut, dann funktioniert das jetzt auch schon mal. Das hier geht auch rein. 1A Spitzenklasse. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich heute nur erreicht, unser Lager umzusortieren. Bis auf die Tatsache, dass wir noch ungefähr 20 Grinder mehr brauchen für Limestone. Ich, by the way, eigentlich mal machen könnte. Die stelle ich dann einfach hier der Reihe nach auf. Ich glaube, das ist noch ein gutes Konzept. Grinder. Was sind meine ganzen Entering this Tool? Okay, warte mal. Eigentlich kann ich das Ganze eh über den hier herstellen. Haben wir die eigentlich schon? Ne, die hatten wir noch gar nicht, ne? Gut, dann beteten wir einfach mal, dass das jetzt hier funktioniert und meine Sachen rauspoppen, die ich hatte. Ja, es ist alles raus. Nice. Zack, zack. Okay.
Was ist das hier? Ach, das ist ja. Ne, das ist eh da. Hä? Ah, genau, das ist ja die Erzeverarbeitungsding hier, genau. Die braucht halt leider wirklich immer noch einen Zwischenspeicher, den kann ich nicht umgehen. Den kann ich höchstens etwas schöner hinstellen. Jetzt brauchen wir hier erstmal ein paar Grinder mehr. Nämlich, sagen wir mal so, die ganze Wand eigentlich voll. Müsste es logisch sein. Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal so. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn machen wir einfach mal. Warte mal, machen wir das ganz anders. Einfach Engine. So, machen wir hier nochmal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machine Output. 10, das Grinder Modul. Das kann ich nicht Warum kann ich das denn wieder nicht verdoppeln hier jetzt? Wahrscheinlich, weil Emerys kein EMC haben, ne? Das ist jetzt blöde. Das ist jetzt richtig kacke. Dann muss ich schnell hier ein bisschen Zeug abladen. Kobbel kann sortiert werden, Erde kann sortiert werden. Der Rest nicht. Lol. Eine Wrench brauche ich jetzt erstmal nicht. Gunpowder brauchen wir, das brauchen wir nicht. Query brauche ich nicht. Redstone Torches brauche ich nicht. Ich brauche hier eigentlich alles gerade nicht. Quasi. Grinder brauche ich jetzt erstmal noch 9 Stück. Grinder. Ja, wegen Emerys. Brauchen wir Emerys für 9 mal 6 sind 45, 54. Dann brauchen wir die Karte, haben wir die Diamanten, haben wir auch letztendlich. Das heißt, die Diamanten kann ich mir eigentlich noch schnell 9 rausnehmen. Unser und dann brauchen wir noch die Karten, kann ich mir 9 machen. Auch 9 von. Dann brauchen wir eigentlich nur noch das hier und das geht aus. Zinn, Gold Nuggets, Lead, Gold Nuggets und. Wir brauchen ein Gold. Und 1, 2, 3, 4. Letztes müssten wir hier noch in der Kiste haben. Easy going. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Jetzt hat das Grinder-Modul. Fusch! Wo ist denn die Kinesis-Pipe? Wenn wir früher oder später eh mal mehr brauchen noch. Ja, ist schon toll, ne? Was ich hier bauen kann. Alles für eine Grütze. Dann machen wir, würde ich sagen, den Output dann nach. Bevor ich jetzt noch großartig was mache, sollte ich erstmal die Sockets hinstellen. Ich könnte eigentlich auch unten den Item-Input reinhauen. Oder eigentlich war der Ding halt. Das machen wir raffinierter. Haha, warten Sie mal.
Die Pipe hier, das kommt eh spät. Das machen wir hier, müssen wir hier eh alles mal völlig anders machen, hier die ganze Schaltung. Ich weiß, ich habe mir da anfangs ultra krass viel Mühe gegeben. Aber ja. So. 1. Oh, warte mal. Erstmal die Energy Inputs rein von unten. Vier, fünf. So. Dann die Item Inputs von hinten. 3, 4, 5. Die Maschinen Outputs nach oben. 3, 4, 5. So. Vorne dann nochmal. Zack, tack, 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 zack. So, und jetzt wird das etwas anders gemacht. Es kommt nämlich hier die Aussortierung mit Limestone nach oben. In einer wunderschönen Kreisschaltung. Wohl gemerkt, dass das hier nie wieder rauskommt. Dafür ist dann die Iron Pipe da. Die dann. Oh, warte, das ist etwas blöd so gemacht dann. Okay, warte, das kriege ich hin. Ich perfektioniere gerade mein System. Und habe keinen Ton mehr dabei. Was eher suboptimal ist. Ich komme mit dem Marble nicht mehr ran. So, dann kommt jetzt die Iron Pipe hin. Die wir dann erstmal auf rüber stellen. Dann noch die Stone Pipes. Und wir stellen jetzt dann hier das weiße. Oder ja, genau. Weiß ist Limestone. So, und dann haben wir hier oben noch mehr Modular Sockets. Mit mehr Item-Inputs. Die wir natürlich auch wiederum alle auf die hier stellen. Und für die ich jetzt hier alles auch wieder. Oh, okay, wir sind jetzt auf einmal schon wieder auto-connected. Ich verstehe manches einfach nicht. Dann ist hier unten wieder der Maschinen-Output. 3, 4, 5. So, bei grün ist ein Eimer drinnen. Bei schwarz ist Limestone. Das ist primär.